Glück auf und herzlich willkommen zu Command Modern Operations im Szenario Iran Strike 2022. Mein Name ist Tim Odo Headbreaker. Es freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid in diesem sehr spannenden Szenario. Und heute werden wir mit ein bisschen Glück erleben, wie unsere JASMs einschlagen. Wir werden weitere Maschinen nach Hause holen und gucken, ob wir vielleicht auch noch schaffen, dass unser Dusty Flight, also die Jungs von Alfred, dann tatsächlich mal ihren Angriff machen. Ich bin, Albert, ich bin sehr gespannt, ob das Ganze läuft. Würde aber auch sagen, wir gehen gleich hier rüber auf die Karte. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei dieser Folge. Bis gleich. Nun gut, da sind wir und wir sehen so langsam, das Feld lichtet sich immer mehr, fliegt nach Hause und ich hoffe, dass es jetzt läuft. Ich hatte ja erwähnt, dass ich gegebenenfalls in die Beta zurückgehe, in der Hoffnung, dass das jetzt dann hier besser funktioniert. Tue ich nicht. Es funktioniert nämlich nicht. Ich habe, wer dabei war, weiß es. Ich hatte in meinem Stream versucht, in die Beta zurückzuwechseln und da ging gar nichts. So wirklich gar nichts. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, das war's dann. Und bin jetzt wieder in der Stable-Version. Ich hoffe, dass die nächste Beta besser wird. Vielleicht hätte ich auch einfach nur mal das System neu starten müssen. Ist alles möglich. Aber ich gehe jetzt hier keine Risiken ein, sondern wir werden jetzt zusehen, dass wir hier so nach und nach jetzt unseren Kram auf Kette kriegen. Während wir dann auch zusehen, unsere Flights jetzt heimzuholen. Ja. Die fliegen den Tank an und danach gehen die RTB. Gehen jetzt zu Exxon 2-1. Hier ist hier hinten. Ist okay. Wir haben ja 800 nautische Meilen, haben die ja eigentlich noch drauf, ne? Dann geht RTB. Dann geht RTB, dann ist das okay. Wir haben noch relativ viel Sprit. Ich werde die mal umgliedern. Ich werde denen sagen Mission und zwar Alfred 2. Und dann Refuel manually bei Mobile. So, ich muss sie erst unassign, ne? Weil sonst Alfred 2. Das habe ich nicht beinahe befürchtet. Wir haben hier Alaska, die haben auch keine M120er mehr. Abrams, keine. Wir haben hier noch Havoc. Havoc, greift die mal bitte mit an. Use suitable weapon. Ich glaube, es geht los. Bestimmt den Flugplatz erwischt. Seht mal zu, dass ihr die angeht. Auto Engage. Aber sie drehen nicht hin. Mir ist nicht ganz klar, warum.
Kann es sein? Nee, sie lassen sich nichts sagen. Der Gegner dreht ab. Aber irgendwie. Evok ist unterwegs. Wir haben hier Alaska. Wir haben hier noch Rookflight. Die machen ja sowieso, was sie wollen. Hier habe ich noch einen Alaska Flight, aber die sind quasi genauso weit entfernt wie Havoc. Wie dann geht ATB, wenn ihr eh nicht das macht, was ihr sollt. Lass mich in Frieden. Eigentlich hätte ich jetzt das Flight aufbrechen müssen, wieder anders sein. Irgendwas ist hier halt kaputt, das mag aber auch daran liegen, dass sie hier mit unterschiedlichen Versionen spielen. Wie gesagt, beim nächsten Mal bin ich schlauer. Die ATB, Mann. Jetzt schon ein großer Teil der Tanker-ATB. Den müssen wir jetzt sagen. Not allowed. Weil ich jetzt sicher sein will, dass sie jetzt nicht wieder aus irgendeinem Grund dann instant sagen, so, wir haben keinen Sprit mehr, wir drehen den Angriff wieder ab. Die gehen mal in Cruise, weil AB, das ist jetzt ein bisschen too much. Der Gegner wird nicht so schnell zur Alaska aufschließen können. Und unterwegs ist auch noch ein Rook, wir können die Waffen dann immerhin, wenn die KI nicht will, manuell ausklinken. Was wir auch noch machen sollten. Das ist ein Ordnance No. Also und mit Fuel State. Genau, do not.
sollen sich um die ein bisschen manuell kümmern, aber das kriegen wir hin. Wir können da noch mal on auftoppen. Das wird ein Release-Window hier reingucken. Missile Defense Value möchten wir eigentlich nicht. Wir haben 8 Stück. Wir haben jetzt hier noch was. 4 Ziele am Boden. Hier ist One Round. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei manchen reicht. Ich möchte jetzt so ein bisschen mehr Ammunition on Demand. Mäßig verschießen und weniger. Ja, und da jetzt ein volles Brett drauf. Weil eventuell können wir die Munition sonst auch noch für andere Dinge verwenden. Übrigens ganz interessant, da muss ich nochmal mit Klonkel sprechen. Klonkel hat mir gesagt, er hat die Mission abgeändert mit den Flugplätzen, dass er die quasi gemacht hat, dass sie zerstörbar sind. Das würde mich mal interessieren, ob er mir die Version vielleicht schickt. Einfach nur, weil mich das mal tatsächlich interessieren würde, wie das Ganze sich dann spielt. Und er sagt, die Performance war dann wirklich katastrophal, das kann ich mir vorstellen. So, wir sind jetzt so langsam in der, nähern uns der Dynamic Launch Zone. Eigentlich hat Alfred das bisher immer ganz gut gemacht. Ich habe ihn jetzt erlaubt, den AB zu benutzen, weil in der Realität ist es auf jeden Fall so. Naja, Bogey. In der Realität ist es auf jeden Fall so, umso weiter, umso schneller das Trägerflugzeug ist, umso mehr Energie gibt man natürlich der Waffenplattform mit, dem eigentlichen Flugkörper. Und umso höher sind die Chancen, dass man einen Abschuss erreicht. Okay, bei 30 Meilen. Mal gucken, wann er sagt, dass sie eine Waffe abfeuern. Lange 30 Sekunden. Ah, das ist das No Escape Zone Ding.
20 Sekunden. Der Gegner hat die Raketen. Aufgespäht. Weapon Mist. Okay. Also die Waffe hier hat getroffen. Die 100mm KS-19 hat die Waffe GBU-31 getroffen, aber der Treffer hat nicht gereicht, die Waffe zu zerstören. Wir sehen jetzt aber auch hier einen Bunker. Achso, hier wurde die Waffe getroffen. Aber ist dann trotzdem eingeschlagen. Die Bunker wurden getroffen. 28 Fuß daneben, also knapp 10 Meter. So, hier eine der vier hat es erwischt. Die zweite auch. Gut. Ja gut, dann werden wir das hier nochmal angreifen lassen. Dann ist das so. So. Okay. Move. Add das hier. Dann haben wir du eine. Eine. Okay. Und hier. Ich werde versuchen, diese drei hier wegzunehmen, dann bleibt einer übrig. Ist dann jetzt halt so. So, hier haben wir Havoc. Manually. So, jetzt im Mobile auftanken. Alaska. Ja, die haben noch 700 nautische Meilen. Das reicht doch, oder? Mehr als genug. TB. ATB. Bisschen schade, die heimzuschicken. Mit ihren Waffen. Ah. Dann ist das halt so. Sieben Minuten, vielleicht erleben wir das heute noch. Orbot. Keine Waffen mehr. Manually. Nicht auftanken. So.
So, nein, Albert fliegt nicht auf Tanken, weil ich es Albert verboten habe. Dann, jetzt geht Albert aber auf Tanken. Auch nicht. Genau, hier haben wir Use Refuel. Haben sie als Flight. Haben sie das auch? Ja, die können schon nach Hause fliegen, das ist jetzt nicht mein Problem. Distanz. Haben die nicht so viel? Abgesehen davon natürlich, dass sie dann direkt fliegen, aber okay. Aber jetzt können wir uns das hier nochmal diesmal wenigstens in Ruhe angucken und hoffen, dass alle Waffen durchkommen. Ich will auch gleich noch so ein bisschen umgucken, nicht, dass ich da irgendwo was verpasse. Am besten gleich. Hier haben wir Alaska. 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 Also ein paar E120er haben wir hier auch noch. Mop-up. Aber was ist mit dem letzten Alfred Flight? Sind die noch nicht wieder... Okay, die starten also so in 2 Minuten. Dann haben wir hier Valor. Die sind für Alfred 2. Ast rein. Also haben wir dann doch. Die starten dann und bis dahin müssen wir halt zusehen. Dass sie so ein bisschen sauber halten. Kommen die Tomahawks an? Nicht mehr heute. Miss. Mist. Was mal fangt. Oh. Schade. Kann man nicht ändern. Unser Bestes gegeben. Das hat nicht gereicht. Die Anlage ist noch intakt. Rogue. Offer 2. Okay, ja, ne, da bin ich mit einverstanden, dass die nochmal starten. Cap ist richtig und wichtig. In 6 Minuten bis zum Einschlag. Wollen wir uns auf jeden Fall heute nochmal angucken und hoffen, dass es jetzt auch so hinhaut. Blaster fliegt hier zum Refuelen. Ich denke, Blaster können wir dann auch, wenn wir refueled haben, RTB schicken. Leute ist RTB.
Wir haben ja hier noch Maschinen. Aber ich denke, das können wir jetzt so langsam machen, dass wir sagen, okay, das ist ja der Sweep Necro. Dass wir quasi sagen, okay, die Mission ist over. Dass wir die dann refuelen lassen. Jetzt. Okay, jetzt habe ich natürlich. Aber trotzdem eine raus. Dann sagen wir den Refuel Shell. Shell. Danach schicken wir die dann unassigned. RTB. Mobile hier. RTB. Wir haben noch einen Blaster Flight. Eat. Eat kann auftanken. Review manually. Und die können RTB gehen. Mobile hier RTB. Sentry haben wir noch hier, das ist gut. Bad. Shadow. Post. Dann kann die Air Force jetzt hier quasi die mehr oder weniger die Cap stellen. Und die Navy kann dann endgültig ihre Assets bis auf die Seahawk abziehen. Wäre schön gewesen, wenn der Strike so funktioniert hätte, wie ich mir es gewünscht hätte, dass wirklich alles gleichzeitig rein und alles raus. Ist halt nicht so. Na. In Zukunft. Also ich habe die Version, die Standalone-Version jetzt schon runtergeladen, heißt jetzt natürlich, dass wir halt bei solchen größeren Projekten nicht immer auf dem neuesten Stand sind, aber ich glaube, dass es am Ende des Tages einfach safer. Ah, hier unten landen die ganzen Assets, hoffentlich auch mit genug Sprit. Aber so insgesamt ganz okay aus. Ah, hier kommt so ein ziemlicher Pulk rein. Also ich hoffe, dass die feindliche Luftabwehr nicht in der Lage ist, das abzuschießen. Gerade weil ich auch hoffe, dass denen ihre Luftraumüberwachung ein wenig eingeschränkt ist. Wir hätten jetzt hier auch so eine Special Action durchführen können, wie dieses feindliche Radar zu stören und sowas, aber das möchte ich nicht. Authentisch ist es, na, also so ist es nicht. Aber ich denke, das haben wir jetzt hier nicht nötig. Boah, knapp 4 Minuten noch. Ich denke, das nehmen wir heute mal noch mit, weil ich euch nicht noch länger, was das angeht, auf die Folter spannen möchte. Vielleicht möchte ich mich auch selber nicht weiter auf die Folter spannen. Gucken wir mal, wir sehen, wann die ersten JASMs getroffen werden.
Knapp 20 Meilen bis zum Ziel. Gegen die nächsten Grouping-Meldungen, was gut ist, weil das bedeutet, dass jetzt so langsam die Gruppen aufgelöst werden und heim sind. Die einzige Gefahr, was heißt die einzige, aber eine der Gefahren, die natürlich noch besteht, ist, dass ein Flugzeugträger, weil wir keinen Recovery-Tanker in der Luft haben. Jetzt müssen wir da nochmal ganz kurz untersuchen. Okay. Den das zu untersuchen. Die lassen wir mal refuelen. Da sind wahrscheinlich zwei Maschinen wieder aufgestiegen. Auto-Engage. Euer Leitradare sind hier aufgefasst worden. Oh, ich sehe gerade, dieser Alaska Flight hat nur noch eine 120. So, wir dringen jetzt in den Bereich der feindlichen Luftabwehr ein. Bio-2-4. Schießen auf die JASMs. Natürlich müssen wir auch erstmal durch den Gürtel hier durchkommen. Haben wir noch nicht geschafft. Wir sehen auch hier wurde einer erwischt. Eine Waffe ist eingeschlagen. Zweite. Sehen wir erstmal wieder hier runter gucken. 36 nautische Meilen, das ist noch okay. Eine Waffe wurde abgefeuert. Sidewinder. Mir mal bitte den Gefallen.
schieß doch nochmal vernünftiger auf den Kollegen. Oh, die zwei werden wohl nicht mehr durchkommen, glaube ich nicht. Aber ich denke, insgesamt haben wir bei der Arak-Facility doch enormen Schaden verursacht. Eine Tomcat wurde vernichtet. Mal gucken, ob wir die zweite auch noch erwischen. Aber nicht mehr heute. Für heute war es das leider. Ich bedanke mich für Aufmerksamkeit. Ja, wir haben jetzt gesehen, wie hier dann tatsächlich die letzten zwei Flugkörper auch noch eingeschlagen sind. Oh. Also nicht schlecht. Wenn wir uns das angucken bei Arak, ist es doch einiges der Gebäude zerstört worden. Gucken, hier ist der Reaktor, Cooling Tower, Pipeline Overhead, Storage Tanks haben überlebt, Guard Post hat überlebt, aber wenn wir uns das mal angucken, hier hat gar nicht mehr so viel von überlebt. Ne? Also dementsprechend würde ich sagen, auch hier ein Erfolg auf die Arak Facility, vor allem der Reaktor hier drüben, das Kernreaktorgebäude ist am Leben geblieben. Das heißt, Esfahan größtenteils zerstört. Mal gucken, was bei Natanz noch rauskommt. Ja, da gehen ja auch noch einige Flugkörper drauf. Am Ende des Tages, wo wir wohl zugeben müssen, dass wir da versagt haben, ist Fodorf. Denke ich, das haben wir nicht erreicht, aber so im Großen und Ganzen, denke ich, haben wir unsere Ziele erreicht. Jetzt heißt es noch, alle Maschinen mit zurücknehmen und wir haben auch die feindliche Luftwaffe stark dezimiert. Also ich würde sagen, wir haben hier schon, gerade mit den KI-Problemen, die wir hier hatten, ja, der Iran hat uns offensichtlich eine Cyberattacke uns einer unterzogen. Also gerade mit den Problemen, die wir dadurch hatten, denke ich, sind wir hier auf einem doch erfolgreichen Weg, auch wenn wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen die Tomahawks ansprechen, aber ist gut gelaufen, denke ich, und jetzt ziehen wir unsere Einheiten zurück, haben damit dann hier bei eigentlich, jetzt sage ich jetzt mal, wann kommen die an? Ja, aber mit ungefähr 5 Stunden Restzeit dann eigentlich die Mission soweit geknackt und wir machen dann noch mal mit dem God View am Ende, machen wir noch mal einen Überblick, was wir jetzt tatsächlich erreicht haben. Für heute war es das. Ich bedanke mich und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal reinschaut. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Glück auf und hallo. Es ist die Endcard. Was soll ich euch sagen? Wäre schön, wenn ihr mir ein Like da lasst oder einen Daumen runter, wenn euch was nicht gefallen hat. Über Kommentare natürlich würde ich mich auch immer sehr freuen und ganz speziell über ein Abo. Wenn ihr up to date bleiben wollt, drückt die Glocke. Ansonsten findet ihr hier weitere Videos, eins vom YouTube-Algorithmus ausgewählt, das andere ist auf jeden Fall Command. Und sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder mit rein. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch was. Bis denn dann. Ciao, ciao.